Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem zweiten Teil von Was passiert wenn, möchte ich mich einmal darum kümmern, ja, was passiert eigentlich, wenn der Homematic IP Access Point, wenn der ausfällt. Im ersten Teil, falls du den noch nicht kennst, da haben wir uns mal darum gekümmert, was überhaupt passiert, wenn die CCU bei dir zu Hause ausfällt. Das heißt, wenn die irgendwie kaputt geht, was dann noch funktioniert und was halt nicht mehr funktioniert. Darum in diesem Teil jetzt einmal den Homematic IP Access Point. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, was passiert eigentlich, wenn der Homematic IP Access Point kaputt geht? Das ist jetzt die Frage, die wir uns hier kurz stellen möchten. Und fangen wir doch erstmal an, was bei dir zu Hause erstmal passieren würde. Denn eigentlich, ich schätze mal, nicht so extremst viel. Denn das meiste funktioniert eigentlich immer noch, auch wenn der Access Point halt irgendwie kaputt sein sollte. Das heißt zum Beispiel, deine Heizungsregelung, sind da keine Automatismen drin, dann funktioniert diese halt ebenfalls noch. Direktverknüpfungen, die du in Gruppen organisiert hast, wie zum Beispiel, dass du halt irgendwo einen Schalter drückst und dann geht irgendwo auf der anderen Seite das Licht an oder irgendwelche Zeiteinstellungen, die funktionieren ebenso noch. Darum ist es eigentlich gar nicht so viel, was halt irgendwie nicht mehr funktioniert, aber zur besseren Übersicht blende ich dir hier auch noch mal eine Übersicht ein, was halt noch mal funktioniert und was halt nicht mehr funktioniert. Diese Übersicht findest du natürlich auch auf verdrahtet.info. Zur groben Einschätzung kann man sagen, dass alles Mögliche, was halt eine Automatisierung ist, das wird nicht mehr funktionieren, weil dafür zwingend Internet zur Verfügung stehen muss und darum muss der natürlich auch funktionieren. Was halt auf jeden Fall noch funktioniert, sind halt alles Mögliche, was in Gruppen organisiert ist. Natürlich, irgendwo auch logisch, wenn du das Ganze halt irgendwie mit deinem Smartphone bedienst, funktioniert natürlich diese Bedienung mit dem Smartphone ebenfalls nicht, weil die natürlich ebenfalls halt die Internetverbindung benötigt. Aber was kannst du denn jetzt überhaupt tun, wenn du halt irgendwie einen defekten Access Point hier hast und den halt wiederum dann neu einrichten möchtest, beziehungsweise den austauschen möchtest? Und um jetzt einfach mal kurz durchzugehen, was du zu tun hast, dafür natürlich jetzt erstmal dieses Video. Als erstes nehmen wir uns hier nochmal den funktionierenden Access Point, denn den trennen wir jetzt natürlich erstmal hier vom Internet und auch vom Strom. Und wir nehmen uns jetzt einmal kurz den neuen Access Point und den resetten wir als erstes. Um diesen zu resetten, ist eigentlich relativ simpel. Halten wir erstmal oben die Systemtaste hier gedrückt und verbinden dann das Gerät mit Strom. Jetzt sieht man schon, sie leuchtet und blinkt halt kurz. Warten wir mal ganz kurz, bis sie jetzt ziemlich schnell blinkt. Dann lassen wir halt kurz den Taster los und drücken dann nochmal drauf. Dann müsste ungefähr 4 Sekunden dann nochmal dauern. Dann wird das quittiert durch ein grünes Leuchten und so setzt du eigentlich insgesamt alle möglichen Homematic IP-Geräte zurück, falls du das noch nicht weißt. Dann können wir auch das Gerät halt nochmal hochfahren, verbinden das natürlich jetzt ebenfalls auch mit dem Netzwerk. Und warten wir mal ganz kurz, bis es halt hier auch blau leuchtet. Und während jetzt die CCU hier hochfährt, möchte ich an der Stelle einfach mal kurz noch auf den Homematic IP Kurs, den es bei verdrahtet.info gibt, hinweisen. Da erfährst du nochmal alle möglichen Infos zu deinem Homematic IP System. Schau doch einfach mal nach. Unten in der Videobeschreibung gibt es auch nochmal einen Link zu diesem Seminar, wo ich, ja, wie gesagt, alles über das Homematic IP System nochmal erkläre. Ich habe jetzt hier auch schon in der Zwischenzeit mir die App geöffnet zum Homematic IP-System und gehe da unten einfach mal auf diesen Punkt mehr, denn irgendwie müssen wir ja noch einstellen, dass das hier jetzt eine neue Zentrale ist. Und dafür gehe ich jetzt hier in Info und Hilfe und unten sieht man halt diese App-Version, App 2.0.6 und habe halt die Version von der Firmware des Homematic IP Access Points und da klicke ich jetzt 5-mal drauf. Danach öffnet sich jetzt nämlich hier ein neuer Assistent, der so ein bisschen versteckt ist an der Stelle. Und mit diesem Assistenten können wir jetzt den Homematic IP Access Point auch austauschen. Klicke unten mal auf Weiter dafür. Jetzt kriege ich nochmal kurz einen Hinweis, dass ich den alten Access Point auch vom Strom trennen soll und auch vom Netzwerk. Habe ich ja bereits gemacht, also klicke ich unten auf Weiter und kann jetzt den QR-Code scannen, der sich ja auf der Unterseite von dem Access Point befindet.
Haben wir das gemacht? Jetzt hier auch nochmal die Infomeldung, dass wir jetzt den Access Point ja in der Nähe vom Router oder in einer Steckdose positionieren sollen. Auch das haben wir schon gemacht, denn der ist ja schon mit dem Internet und mit dem Strom auch verbunden. Die Systemtaste, ja, die leuchtet auch blau. Kann ich das Ganze hier nochmal kurz bestätigen. Und jetzt müsste ich nochmal ganz kurz den PIN eingeben von meiner Installation. Bestätige das hier ebenfalls. Einmal noch die Systemtaste hier drücken. Und schon werden jetzt alle möglichen Daten vom alten Access Point hier auf den neuen übertragen. Hier auch nochmal kurz der Hinweis, dass wir den alten Access Point, der ja in unserem Fall eh kaputt ist, dass wir den nicht mehr halt jetzt ans Internet und an Strom halt anschließen sollen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sonst irgendwie das System ja mehr oder minder durcheinander kommt. Denn auf beiden Systemen läuft ja jetzt im Moment die gleiche Software. Beide sind halt gleich verknüpft und so weiter auch mit der Cloud. Darum gäbe es dort Probleme. Klicken dort auch nochmal auf kurz auf Weiter und jetzt ist es halt auch geschafft. Steht hier ebenfalls auch nochmal in der Hinweismeldung. Und wir können jetzt alle möglichen Informationen oder alles mögliche jetzt wieder ganz normal bedienen. Das heißt, eine Homematic IP Installation zu Hause funktioniert wieder einwandfrei, sodass es dort keine Probleme mehr gibt. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen. Wie immer, ich freue mich über einen Daumen hoch von dir und ebenso alle möglichen weiteren Infos gibt es wie immer auf verdrahtet.info. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, danke, tschüss!